Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Hier ist wieder euer Bürgermeister und Bauherr mit dem einzigartigen Schnauzbart, euer Marito. Hallo. So, gestern haben wir ja, geht er jetzt mal runter. Gestern haben wir ja mehr oder weniger angefangen, hier unsere ersten Terrassen zu bauen. Und wir haben uns hier auch gleich unser nächstes Bauprojekt angezeichnet, sprich ein Mehrfamilienhaus, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das will ich jetzt weiterbauen heute mit euch. Und ich möchte hier oben bei unserer Terrasse die Blöcke, hier quasi die freien Blöcke noch verbinden mit einer Steinmauer oder einer Bruchsteinmauer. Das weiß ich noch nicht, das schauen wir uns noch genau an. Und ja, mal schauen, wozu wir noch kommen. Das muss weg. So, ich muss kurz mal hier meinen Bauplan wieder öffnen auf meinem College-Block. Und da habe ich mir genau vorgestellt, dass wir hier 6 hoch müssen. Also 5 kommen hier jetzt jeweils noch drauf. 2, 3, 4, 5. Dann gehen wir hier rüber. 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 5. So, 2, 3, 4. Ich ziehe jetzt hier den Balken gleich ganz durch. Ja. So. Ich glaube, hier muss ich dann die Werkbank eventuell umsetzen. Oh, wir haben kein Holz mehr. Haben wir kein Holz mehr? Nein, wir haben keines mehr. Müssen wir schnell nachholen. So. Meine Nichte hat heute zu mir gesagt, Onkel Mario, du redest immer so traurig bei den Videos. Das ist voll süß, Jana. Ich rede nicht traurig bei den Videos, ich rede müde. So. Ich nehme ja das meistens am Abend auf, wenn die Kinder schlafen. Und da bin ich meistens dann schon etwas im Eimer. So, es war nicht so viel, okay. Wird schon wieder Abend? Ah, es wird schon wieder Abend. Haha, optimal platziert, würde ich mal sagen, um hier einfach schnell mal schlafen zu gehen. Hier sind keine Creeper oder sowas am Werk. Das Bett hat eine andere Farbe. Kannst eine Nacht schlafen. Da oben auch alles ruhig. Autsch. Ja, wenn mich nicht die Zombies und so oder überraschende Creeper killen, dann mache ich das schon selbst, ne? So. Das ist ja jetzt hier die Samstagsfolge. Mich würde mal interessieren, wie verbringt ihr jetzt aktuell eure Wochenenden so während dieser ganzen Corona-Scheiße. Ich hoffe natürlich mit dem Anschauen meiner Videos. Genau. Haben wir zufällig einen Bruchstein eingesteckt? Jawohl, haben wir. Der kommt jetzt hier wieder unten rein, quasi so als Basis. So. Ich hoffe, dass wir hier nicht zu nah rankommen an der Mauer. Haben wir auch Holzplanken? Jawohl. Das wird unser Boden.
Haben wir eh fast alles eingesteckt, ne? Dass man so viel ein Häuschen braucht. Helfe ich mir jetzt schnell mit den Slabs aus. So. Okay. Das wird quasi so unser nächstes Häuschen, wo hoffentlich dann ein, zwei Bewohner drin wohnen. Und den Eingang würde ich gerne. Wo machen wir den Eingang? Den würde ich gerne hier machen. So nehmen wir uns hier auch diese Treppen. Machen hier so ein Podest. Den hätte ich dann gern ersetzt, nämlich durch, ach schon wieder falsche Taste, durch diesen Hiesen. Mhm. Und dann, wie machen wir das Haus? Ich bin hier am Überlegen, ob ich es aus Holz, also quasi den unteren Stock aus Holz machen soll oder aus Steinziegeln. Gute Frage, meine Freunde. Haben wir denn noch Steinziegeln? Nein. Die können wir hier dazulegen, die werden wir später eventuell noch brauchen. So. Wir nehmen uns auch noch etwas Holz mit. Haben wir ja auch noch genug. Treppen werden wir dann auch brauchen. Eine Tür werden wir brauchen. Ach, den Beton hätte ich eigentlich auch gleich mitnehmen können, ja? Was sagst denn du nix? Ich verdrück mich heute die ganze Zeit. So, den hatte ich hier, genau. Die nehmen wir auch gleich mit. So. Die Blümchen möchte ich nur kurz weglegen. Oder auch nicht. So, was, die zwei Steinschwerter, die können wir eigentlich auch bald mal raushauen. Die braucht keiner mehr. Ja, was ist? Was ist? Was haltet ihr eigentlich als Namen für unser Pferd hier? Roswitha. Somit. Doppel-S. Da oben haben wir ja gebaut mit diesen Steinziegeln und oben dann mit Beton. Sollen wir das hier so weiterführen? Im Endeffekt ist es ja eine Arbeiterhütte. Ich möchte mal schauen, wie es hier mit dem hier kommt die Tür rein. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Oh Mann. Oh Mann, Mario. Ich denke mir gerade, das ist zu klein. Wir haben uns schon wieder verbaut. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt da fünf hochzählen. Eisen war hier. Brauchen wir 1, 2, 3 Eisen. Was mache ich da? Da bin ich falsch. Keine Sticks. Und dann machen wir uns hier noch eine Eisenaxt. Und ich möchte hier auch gleich noch Eisen einschmelzen in den ganzen Stack. Denn wir werden dann viele Laternen brauchen.
Und ich werde mich bemühen, nicht das Laternenlied zu singen. Ich verspreche es euch. Bitte, was ist los? So. Das heißt, hier alles nochmal weg. Schon langsam bekomme ich so ins Gefühl, wenn ich Scheiße baue. So. Was habt ihr geplant am Wochenende? Zählt mal, Freunde. Uah! So. That looks ja very good. E. Brauchen wir denn das? Und das. So, dann holzen wir uns da kurz mal rüber wieder. Müssen wir nachher wegmachen, ja? Erinnert mich dran, bitte. Ich bin immer so begeistert von den Leuten hier auf YouTube, die da so zack, 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 zack rüber machen, die rein, ohne dass da irgendwas passiert. Das möchte ich dann auch bald mal können. So. Wisst ihr schon, was unser nächstes Bauprojekt ist oder sein wird? Habt ihr Wünsche, Anregungen? Ich tendiere, wie gesagt, noch zum... Der gehört raus. Ach ja, hey, wisst ihr das? Bitte, das ist jetzt eine ernste Frage. Macht es einen Unterschied, ob ich die Türe von innen oder von außen setze? Hat das irgendwie Auswirkungen auf... Entschuldigung. Auf das Spawnverhalten der Bürger. Hier mache ich ganz zu. Ich soll mehr oder weniger später dann das Stiegenhaus hinkommen. Denn hier ist dahinter innen die Steinmauer. Was haben wir noch? Machen wir uns doch einfach. Wir haben es ja. So, und hier kommen dann wieder Fenster rein, ja? Seid ihr damit einverstanden? Gut. Ich mache ein großes Fenster. So, hier fehlt auch noch. Wir leuchten das jetzt hier gleich mal aus. Damit wir hier nicht zufällig von einem Creep überrascht werden. Brauchen wir diese Dinger da. Und oben haben wir die Tür auch von innen gesetzt. Also ich setze sie jetzt hier mal auch von innen. Wie gesagt, ich habe auf YouTube schon so und so gesehen. Und es wird schon wieder Abend. Ich habe sie schon so und so gesehen, aber ich bin mir eben nicht sicher, ob es da einen Unterschied gibt. Was die Praxis dann angeht, ne? Du kannst nur nachts schlafen. Wir sind immer zu früh dran. Wir sind einfach immer zu früh dran. So, jetzt geht's. Guten Abend, gute Nacht. Mit Rosen bedacht. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. So. Komme ich hier rauf? Ja, komme ich. Sollten vielleicht kurz was essen. Essen, essen, essen. So.
Okay. Oben den Boden machen wir jetzt auch aus Fichtenholz, wobei wir hier die Treppe wahrscheinlich im Eck machen werden. Oder machen wir daraus zwei Wohneinheiten, eine unten, eine oben mit einem seitlichen Aufgang über eine Treppe. Wäre eigentlich auch eine Möglichkeit. Das wäre auch möglich. So, wie weit sind wir hier jetzt? Hier könnten wir im Endeffekt noch einen rausgehen. Haben wir noch? Haben wir. Nehmen wir die zuerst. Autsch. Slap, slap. Block. Slap, slap. Okay, der muss noch weg. Du musst auch weg. Schon wieder falsch. So. Jetzt haben wir hier eine Treppe. Können wir schon rauf und runter. Hier machen wir auch darunter zu. Hier machen wir diesen und hier diesen. Oben gehört auch noch. So. Machen wir das Haus oben breiter. Ja, wir machen das Haus oben breiter. Und zwar ab hier, 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 hier. Ups, du bist falsch gedreht. Hier. Und so. Und so. Und so. Und so. Zack, 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 zack. Hier gehen wir dann warte mal, warte mal, warte mal. Na, das muss ich mir am Schluss anschauen. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Was wollte ich? Wir brauchen wieder Holzstamm. Roswitha, was ist los mit dir? Warum bist du so unrund? Immer diese Rösser. Zickige Stuten. So. Gehen wir hier mal rauf, immer schön die Treppe rauf. So. Und hier müssen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 Balken. Jawohl. So sollte da. Ah, da habe ich eh schon wieder vergessen, ja. So, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Genau. So ungefähr stelle ich mir das vor. Manchmal funktioniert das mit runterhüpfen und gleichzeitig draufdrücken, manchmal einfach nicht. Oder haben wir die Stufe vergessen?
Was? Waren das jetzt 64 Holz, wirklich? Autsch. Das tat sogar mir weh. Nur beim Hören, wie das knackst. Können wir gleich die eine Stufe da unten setzen, ne? Aber es schaut eigentlich so auch nicht schlecht aus von den Farben her. Gefällt mir auch. So. Schaut mal, wie nervös die Roswitha da rumläuft. Das gibt's doch gar nicht. So. Nee, das habe ich jetzt wieder versemmelt. So. 2, 3. Okay, da trotzdem weh. Hey. Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß, mein Freund. So, und jetzt ist es wieder an der Zeit aufzupassen, damit ich nicht wieder durch Fallschaden hier beim Bauen sterbe. Warte mal, bin ich da jetzt einen zu hoch? 1, 2, 3, 4, 5 Balken. Ich glaube, da habe ich einfach vergessen. So, erst essen, dann springen. Mario, erst essen, dann springen. Und jetzt möglichst keinen Schaden mehr bekommen. Vorerst, so. Okay. Das heißt, eigentlich könnten wir hier dann diese Reihe wieder wegnehmen. Die sieht man ja von außen dann nicht, oder? Und sicher sieht man die von außen. Sieht man die von außen? Warte mal. Doch, die sieht man von außen. Shit. Verdacht. Denkfehler, Mario. Denkfehler. Denk besser mit. Ei, heute läuft's wieder. Besonders gut. Okay. Jetzt brauchen wir den Beton. Und hier ist jetzt echt die Frage, machen wir hier vielleicht seitlich noch so eine Treppe rauf oder machen wir wirklich... Es könnten eigentlich 2 Wohneinheiten sein. Ne, warte mal, jetzt müssen wir zuerst draußen die Halbstufen hier verbauen. So eine hier. Eine hier. So. Eine hier. Eine da. Und zack. So. So, genau, so und so, so mag ich das, so mag er das, der Marito. Hallo Schaf, so. Okay, sind wir schon rundherum. Haben wir noch? Wir haben noch. Für die Ecken, da kommen einfach normale Slabs rein. Und ich glaube, da müssen wir schon wieder schlafen gehen. So, und dann brauchen wir Fichtenholzzäune als nächstes. Die mache ich jetzt gleich vorher. Damit ich da nicht wieder 10-mal rauf und runter muss, so wie beim Hotel. Du kannst nur nachts schlafen. Wow.
Feuer. Gerade den Popschutz wieder umgerissen. So. Diesmal festgelegt. So, schauen wir gleich mal, ob da drin was gespawnt ist. Ne. Nix da. Wie viel haben wir noch eingeschickt? So, wir haben da oben ja eine Kiste. Da kommt jetzt mal das ganze Steinzeugs rein. Das brauchen wir gerade nicht. Hat jetzt gerade die Aufnahme geleckt. Bin mir gerade nicht sicher. So, das kann man noch nicht. Das Erde brauchen wir auch gerade eigentlich nicht. Okay. So, für diesen Zaun brauchen wir was genau? Sticks. Okay. Sollte erstmal reichen. Hier die 45 Sticks. Ich weiß jetzt noch immer nicht, ob wir diese Häuser hier von Berto und Franz stehen lassen werden. Hier zu. Ja, super, da kommen wir jetzt von außen wieder nicht ran, oder? Oh Mann. Oh Mann, habe ich mir schon wieder anders vorgestellt. Wird im Endeffekt auch so wie hier. Oder sollte es zumindest werden? Jetzt haben wir die Erde weggelegt, oder? Müssen wir uns hier kurz hocherden. Ich denke, wir werden in ein paar Folgen, wenn wir hier mal so weit alles im Griff haben, wirklich dann mal losziehen und eine längere Expedition starten mit dem Ziel, Bambus zu finden. Einfach so viel Bambus, dass wir den selbst züchten können, werden wir da mitnehmen. Damit wir in Zukunft dann hier nicht mehr mit Erde arbeiten müssen, sondern uns ganz einfach diese Holzgerüste bauen können. So. Genau. Und das füllen wir jetzt alles aus mit Beton. Hier oben werden wir eigentlich eh überall Fenster machen. Aber keine bodenbegehbaren, so jetzt müssen wir wieder Beton nachbauen. Haben wir. Sehr gut. Aber ich glaube, die 64 werden uns zu wenig langsam. Ich glaube, da müssen wir jetzt dann nochmal Beton nachproduzieren. Müssten wir eigentlich eh alles haben. Wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Freue mich ja schon, dieses Wochenende darf ich wieder auch bei mir betonieren zu Hause. Bekomme bald die Einfahrt asphaltiert.
Und da müssen einfach noch einige Vorarbeiten gemacht werden, so Randsteine betonieren und so. Eine Trennwand wird betoniert zwischen Einfahrt und Garten. Und das alles per Hand. Mit meinen Minecraft-Skills. Sprich, ich werde die Säcke Fertigbeton auslegen, werde mir einen Eimer Wasser drüber schütten und dann der Spitzhacke, wenn er hart ist, abbauen. Wäre zumindest mal witzig, das zu probieren. Im Real Life ein Haus im Minecraft-Stil zu bauen. Hier noch die Diamant. So. Nee, Sonne steht. Einfach nur bewölkt heute. Kommen wir denn damit aus? Das ist jetzt die große Frage. Brauchen wir dann für den Dachstuhl auch noch Beton? Nee, das geht sich nie im Leben aus. Das geht sich nie im Leben aus. Dann müssen wir eben mal schnell Beton ansetzen. Geh raus da. Nee, falsche Taste. Ja, doch, das gefällt mir von der Farbgebung her. Das wird gut. Hallo Lama, wo ist dein Herrchen? Sondern brauchen wir Knochenmehl für den Farbstoff, wenn ich mich. Ja, genau, weißer Farbstoff. Und dann mal eben in die Mine. Genau, das müsste jetzt dann weißen Trockenbeton geben. Zwei Stacks, sehr gut. Sehr, sehr gut. Haben wir alles verbraucht, was wir haben, ja. Jupp, jupp, jupp. Es wird immer mehr. Komm, legen wir noch. Härten wir den Beton gleich noch aus. Zumindest legen wir ihn aus. Ob sich das Aushärten dann auch noch ausgeht, das sehen wir eh. Ha, das wollte ich jetzt probieren, ob der auch durchfällt. So, ich habe mir noch immer nicht geschrieben, ob es hier eine einfachere Methode gibt, den Beton, den Trockenbeton auszuhärten, als ihn zu kübeln, ihn zu vereimern. Geht sich ja auch alles noch aus. Das Wetter ist so diesig heute hier in Nubingen, dass ich schon die ganze Zeit glaube, die Sonne geht unter. So.
Jetzt geht's ja unter langsam. Sehr, sehr gut. Können wir mal was essen, während wir nur auf unser Zimmer gehen? Hier, das müssen wir auch alles noch fertig machen. Oh, graus, oh, graus. Haben wir? Nein, wir haben nicht mehr viel Holz eingesteckt, ne? Ich überlege hier einfach schnell hier das. Wo war da noch ein Loch? Da war ein Loch. So. Legen wir uns hier einfach schnell hin. Ach, ich trete mir die ganze Zeit diesen dämlichen Popschutz weg. Gut. Gut. Autsch. Ah. So. Mir gefällt dieser weiße Beton extrem gut. Okay, das wäre diese Etage. Das wäre diese Etage. Können wir von hier, nee, in die Werkbank würde ich gern, Fichtenfalltüren machen. Echt jetzt? Zwei Stück? Fichtenfalltüren. So, machen wir einfach mal 10. Die setzen wir dann hier so ran. Dasselbe machen wir hier unten. Okay, da gehört auch noch eine drauf. Wir brauchen noch mehr. Mehr. So. Machen wir einfach nochmal 10, was wir haben, Hammer. Ne? Möchte ich auch noch eine. So. Okay, das heißt eigentlich, wo ist die Axt? Verdammte Axt. Der gehört nicht daher. Ach, Mann. Geht das jetzt? Hä? Ne. Keine Chance. Ach. Blöde Kuh. Haben wir da schon wieder eine hier gebaut? Was soll denn das? Ach, du machst nur Scheiß. Jetzt kann man da keine mehr herbauen. Jetzt kann ich da keine mehr herbauen. Wow. Dann geht das so nicht mit dem Falken. Ich habe das gesehen und das hat mir so gut gefallen, aber offensichtlich funktioniert das hier nicht so, wie ich das will. Kann ich so machen? Nee, so nicht. Ach, vergiss den Scheiß. Hier kommt kein Treppengeländer hin, dass der oben reicht. Punkt. So, Leiter wäre fein. Haben wir hier noch eine Leiter drin? Ja, eine. Was brauchen wir für eine Leiter? Sticks.
Ja, es reicht. Auf jeden Fall. So, wir gehen hier einfach mal eben auf den Dachstuhl. Erde haben wir dabei. So. Lasst mich überlegen. Lasst mich überlegen. Okay. Ich krieg die Krise. Fängt das schon wieder an. So, und ich sehe gerade, wir sind eh schon wieder gut in der Zeit. Aufs Dach machen wir in der nächsten Folge fertig. Hallo Peter. Peter ist gerade auf meinen Schoß gehüpft, mein Kater. So, das Dach machen wir in der nächsten Folge fertig. Ich wünsche euch was. Alles Gute. Ciao, baba, euer Marito. Baba.